Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie das letzte Mal schon angekündigt, kommt heute der Hauptständer an die Reihe. Heute beheben wir das lästige Scheppergeräusch vom Hauptständer. Viel Spaß beim Zusehen und los geht's. An unserer Halterung für den Seitenständer finden wir ein 8 mm Loch mit Gewinde, das als Ausgangspunkt verwendet wird. Ich führe nun einen 3 mm Bohrer durch das Loch und mache mir eine Markierung auf dem Hauptständer. Anschließend klappe ich den Hauptständer ein Stück herunter und bohre mit einem 8 mm Bohrer ungefähr 2 mm tief in den Hauptständer. Als Ansatzpunkt dient die Markierung, die ich mir mit dem 3 mm Bohrer gemacht habe. Jetzt benötigen wir noch eine 8 mm Schraube und eine 8 mm selbstsichernde Mutter. Die Schraube drehe ich nun in die Gewindebohrung. Auf der Rückseite kommt die selbstsichernde 8 mm Mutter. Sie dient als Anschlag für die Schraube, wenn man sie herausdreht, oder natürlich dazu, dass man die Schraube nicht verlieren kann, wenn man die Hauptständersperre nicht benutzt. Wenn ich nun die Schraube bis zur Mutter herausdrehe, soll nur so viel Spiel sein, dass sich der Hauptständer gerade herunterklappen lässt. Nun kontrollieren wir noch, ob genug Luft zwischen Seitenständer und Schraube bleibt. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir die Schraube kürzen. Um nun den Hauptständer zu fixieren, brauche ich die Schraube nur leicht anzuziehen. Der Hauptständer hält nun bombenfest. Diese einfache Konstruktion habe ich schon auf vielen Touren getestet. Fahre ich auf der Straße, so locke ich den Hauptständer, sodass ich ihn jederzeit, ohne die Schraube zu lockern, benutzen kann. Geht es aber auf eine Offroad-Strecke, so sperre ich den Hauptständer. Eine einfache, aber effektive Methode, um das Scheppern vom Hauptständer zu vermeiden. In den letzten 3 Videos haben wir ein großartiges Motorrad immer wieder um ein kleines Stückchen verbessert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und teilt das Video mit euren Freunden. Habt Spaß am Schrauben an eurem Motorrad. Fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal bei Motorcycle Repair.